Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst ein Überblick. Im Entführungsfall Cornelia Becker hat die Polizei ihre wochenlange Zurückhaltung aufgegeben und eine Großfahndung eingeleitet. In New York ist der weltbekannte Mitbegründer der Beatles, John Lennon, ermordet worden. Besorgt über die Entwicklung um Polen haben sich die Verteidigungsminister der NATO geäußert. Im Streit um die Finanzierung des Kampfflugzeuges Tornado hat sich Bundeskanzler Schmidt heute vor Verteidigungsminister Appel gestellt. Zunächst jedoch zur Herbsttagung des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Aus Brüssel ein Bericht von Martin Schulze. Vergeblich warteten heute Morgen die Kameraleute aus vielen Nationen auf den Einzug der Verteidigungsminister. Der große Konferenzsaal der NATO blieb leer. Die Allianz gab sich geheimnisvoll wie seit vielen Jahren nicht. Hinter verschlossenen Türen in einem Nebenraum, nur wenige Berater waren zugelassen, sprachen die Minister über ein Thema, über das Thema, über Polen. Bereits bei ihrer Ankunft war klar, dass die NATO-Partner ihren internen Streit darüber, wer denn wohl zu wenig Geld für die Rüstung ausgebe, noch bis morgen werden aufschieben müssen. Denn die Geheimdienste der Allianz hatten genug beunruhigende Informationen aus dem Gebiet des Warschauer Paktes zusammengetragen. Heute Nachmittag dann zählte der Vorsitzende des Militärausschusses, der kanadische Admiral Robert Falls, die schlechten Nachrichten auf. Die 30 sowjetischen Divisionen an der Grenze zu Polen seien jetzt so weit, dass sie in Stunden einmarschieren können. Die zwei in Polen stationierten russischen Divisionen seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, Reservisten seien einberufen. Die NATO reagiere aufmerksam, aber zurückhaltend. Zwar sei zum Beispiel die Nordatlantikflotte nicht zu Weihnachten in ihre Heimathäfen entlassen worden, doch wolle man alles unterlassen, was die Russen als eine gegen sie gerichtete Aktion missdeuten könnten. Doch bei der Einordnung dieser Fakten ist äußerste Vorsicht geboten. Selbst Admiral Falls wies immer wieder darauf hin, dass die Erkenntnisse der Geheimdienste nichts, aber auch gar nichts über die Absichten der Sowjetunion aussagen, sondern lediglich etwas über die Möglichkeiten, die sie sich geschaffen hat. Wachsamkeit, so sagte er, darf jetzt auf keinen Fall zur Nervosität werden. Der Nervenkrieg in den Medien der Ostblockstaaten gegen Polen und den neuen Gewerkschaftsverband Solidarität geht weiter. Zur Situation in Warschau, Peter Gatter. In Polens gegenwärtiger Lage gehören die immer schon knappen Tageszeitungen zu den begehrtesten Konsumgütern. Der Andrang an den Zeitungskiosken war heute Morgen noch heftiger als gewöhnlich, denn die sowjetische Nachrichtenagentur hatte gestern in einem Bericht aus Polen gemeldet, konterrevolutionäre Elemente hätten in einem Werk in Kielce den Werkschutz entwaffnet. Die Parteizeitung Tribuna Ludu beeilte sich daraufhin heute Morgen auf der ersten Seite einen Bericht über die Arbeit in dem genannten Werk zu veröffentlichen, in dem Parteivertreter davon schwärmten, wie groß gerade hier die Produktionserfolge seien. Grund dafür die Zusammenarbeit mit der Solidarität. In der Tat gibt es keinen Anlass anzunehmen, die von Parteichef Kania früher beschworene Gefahr der Anarchie in Polen drohe sich zu verschlimmern. Vertreter der Solidarität haben einen Appell zu Ruhe und Arbeitsfrieden veröffentlicht, der nach in Warschau vorliegenden Informationen im ganzen Lande befolgt wird. Auch die Kirche ist inzwischen in das Bündnis der gesellschaftlichen Kräfte integriert. Die Warschauer Zeitung Życie Warszawy, im Allgemeinen als regierungsnahe bezeichnet, hat auf ihrer ersten Seite einen Bericht von der gemeinsamen Kommission der Regierung und der katholischen Kirche, in der die Bischöfe und Parteivertreter, so schreibt dpa, festgestellt hätten, gerade jetzt ist die Einheit aller Polen ohne Rücksicht auf weltanschauliche oder politische Unterschiede nötig, um die Existenz des souveränen Staates sicherzustellen und aus der bestehenden Krise herauszukommen. Und Życie Literackie schließlich, die renommierte Literaturzeitung, hat auf einer ihrer Seiten eine Karikatur eines Soldaten, der auf einen zu füsilierenden zielt, aber die Augen verbunden hat nicht das Opfer, sondern die Augen verbunden hat der zielende Soldat. Im Gegensatz zur sowjetischen Presse zitieren die Zeitungen der DDR heute ausführlich den TASS-Agenturbericht mit heftigen Angriffen auf angeblich konterrevolutionäre Gruppen innerhalb des Gewerkschaftsverbandes Solidarität. Die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN verbreitete am Abend nach einer Sitzung des SED-Politbüros eine Erklärung, in der ausdrücklich die Erwartung für eine Lösung der polnischen Krise unterstrichen wird. Diese Erklärung unterscheidet sich nach Angaben von Beobachtern durch einen deutlich schärferen Ton
von der Stellungnahme der Warschauer Paktstaaten nach dem Moskauer Gipfeltreffen. Im SED-Zentralorgan Neues Deutschland wurde gleichzeitig eine Rede von Staatssicherheitsminister Milke abgedruckt, in der dieser die Situation in Polen als zunehmend gefährlich bezeichnet. Angesichts der Versorgungskrise hat Polen offiziell die Europäische Gemeinschaft um die Lieferung von Nahrungsmitteln gebeten. In Bonn und in Brüssel verlautete dazu, dieser Wunsch werde bereits von der EG-Kommission geprüft. Wie es heißt, hat die Regierung in Warschau der EG mitgeteilt, dass sie unter anderem 100.000 Tonnen Rindfleisch, 40.000 Tonnen Butter sowie 1,5 Millionen Tonnen Futtergetreide benötige. Zur Zurückhaltung gegenüber der Entwicklung in Polen haben heute Bundeskanzler Schmidt und der italienische Ministerpräsident Forlani aufgefordert. Sie trafen sich zu einem der regelmäßigen deutsch-italienischen Regierungsgespräche in Bonn. Jede Einmischung von außen bringt ihrer Meinung nach schwerwiegende Risiken mit sich. Für die Erdbebenopfer in Italien wird die Europäische Gemeinschaft, wie Bundeskanzler Schmidt nach dem dreistündigen Gespräch mitteilte, rund 2,5 Milliarden Mark bereitstellen. Im Streit um die Finanzierungslücke beim Kampfflugzeug Tornado hat Bundeskanzler Schmidt heute Verteidigungsminister Appel in Schutz genommen. Vor der SPD-Bundestagsfraktion in Bonn sagte der Kanzler, er lasse sich nicht davon abbringen, Appel sein Vertrauen auszusprechen. Für dieses und für das nächste Jahr müssen für das Tornado-Projekt 1,33 Milliarden Mark mehr ausgegeben werden als zunächst vorgesehen. Deshalb ist Appel in der eigenen Partei, vor allem aber von der CDU/CSU, kritisiert worden. Die Opposition hat 4 Anfragen im Bundestag eingebracht. Sie will von der Regierung unter anderem wissen, warum die Finanzlücke nicht rechtzeitig erkannt worden ist. Überraschend war Hans Appel zur Sitzung der SPD-Fraktion nach Bonn gekommen, hatte dazu seine Teilnahme an der NATO-Tagung in Brüssel unterbrochen. Er legte vor der Fraktion dar, wie es zu dem großen Defizit beim Bau des Kampfflugzeuges Tornado kommen konnte, nämlich vor allem durch Preissteigerungen und zu schnellen Produktionsablauf. Misstrauensstimmung gegen Appel gab es in der Fraktion nicht. Der Kanzler erklärte, trotz seiner Verärgerung, dass das so gelaufen sei, werde Herr Appel, so Schmidt wörtlich, die Stange halten. Die Teilnahme an der Fraktionssitzung hatte Appel am Sonntag mit Wehner vereinbart, nachdem die Finanzmisere um den Tornado bekannt geworden war. Gab es viel Unbehagen, gab es viel Kritik am Verteidigungsminister? Nicht am Verteidigungsminister, sondern an dem Vorgang, seit wie vielen Jahren man das hat und damit zu tun hat, aber nicht an dem Minister selber. Der Minister ist höchstens, und das darf man ja wohl sagen, darauf hingewiesen worden, dass er sich einmal kümmern müsse, dass er nicht den Kopf hinhalten dürfe oder solle für solche Leute, die in solchen Sachen, zum Beispiel auf ihre Weise, obwohl sie in hohen Beamtenstellen tätig sind, der Opposition etwas geben, womit der Finanzminister angegriffen werden kann, obwohl es sich dann herausstellt, dass ihm nicht vorzuwerfen ist. Die Bundesregierung will nun doch mehr Geld für Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern bereitstellen. Finanzminister Matthöfer hat dafür ursprünglich gesperrte Haushaltsmittel in Höhe von 200 Millionen Mark bewilligt. Diese Entscheidung, so hieß es heute in Bonn, wurde den Ministerpräsidenten der Länder gestern vor ihrem Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt mitgeteilt. Die jetzt aufgehobene Sperrung der Gelder war in den Ländern scharf kritisiert worden. An der Konferenz nicht teilnehmen konnte der bayerische Ministerpräsident Strauß. Er hält sich gegenwärtig in Athen auf, wo er gestern mit dem griechischen Außenminister Mitsotakis das neu eingerichtete König-Otto-Museum einweihte. Die Strauß-Reise war seit Monaten geplant. Der bayerische Regierungschef traf auch mit dem griechischen Staatspräsidenten Karamanlis zusammen. Die deutsche Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Condor hoffen bei ihrer Auseinandersetzung mit der deutschen Angestelltengewerkschaft auf die Hilfe von Streikbrechern. Die DAG hat Warnstreiks zwischen dem 15. und 20. Dezember angekündigt. Ein Lufthansa-Sprecher sagte dazu heute in Köln, die zu erwartenden Kampfmaßnahmen würden bei den Linienflügen der Lufthansa kaum zu Störungen führen, weil man versuchen würde, nicht streikendes Personal einzusetzen. Im Fall der entführten 11-jährigen Cornelia Becker läuft jetzt bundesweit eine Großfahndung. Offenbar gegen den Wunsch der Eltern haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft nach 5-wöchigem Stillhalten nun doch zu diesem Schritt entschlossen. Der Grund: Die Entführer haben bisher den Eltern keinerlei Lebenszeichen von ihrer Tochter mit übermittelt, obwohl das Ehepaar Becker sich wiederholt bereit erklärt hatte, die geforderten 2 Millionen Mark Lösegeld zu bezahlen.
Staatsanwaltschaft und Polizei gaben jetzt die Hoffnung auf, von den Tätern das geforderte Lebenszeichen zu erhalten. Die Analyse der Tonbandstimme eines der Entführer soll weiterhelfen. Notieren Sie. Durlach, Trommelstraße, rechts, 300, B3, Hochspannungsmast. Fahren Sie sofort ab. Am Tag der Entführung trug das 11-jährige Mädchen eine kleinkarierte Bunthose und eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze. Einen Turnanzug und Schuhe Marke Franconia. Auch von der Schultasche, einem Bastköfferchen und den Schulbüchern fällt jede Spur. Unmittelbar nach der Pressekonferenz wurde die Fahndung bundesweit in Gang gesetzt. Hier bei Ettlingen durchstöberten Beamte mit Suchhunden ein ehemaliges Altenheim. Bisher gingen insgesamt rund 700 Hinweise ein. Am 3. November hatte Cornelia Becker zum letzten Mal das elterliche Haus verlassen. Sie wollte mit dem Bus zur Schule fahren. Dort kam sie aber nie an. In fingierten Deckanzeigen hatten die Entführer mit den Eltern Kontakt aufgenommen. Die vorgesehene Übergabe des Lösegelds an dieser Stelle kam nicht zustande. Für die öffentliche Fahndung nach den Entführern Cornelia Beckers hat die Bundespost eine Sonderansage eingerichtet. Die in unserem Reporterbericht enthaltene Tonbandaufzeichnung mit der Stimme eines der Erpresser kann unter der Kurzrufnummer 1166 bzw. 01166 von jedem Ort aus telefonisch abgehört werden. Der britische Popmusiker und Komponist John Lennon fiel im Alter von 40 Jahren einem Mordanschlag zum Opfer. Er gilt allgemein als Initiator und treibende Kraft der Beatles, der bisher erfolgreichsten Band in der Geschichte der Popmusik. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurde ein 25-Jähriger unter dringendem Mordverdacht verhaftet. Er wird hier mit einem Tuch über dem Kopf abgeführt. Es handelt sich um den Fotografen Mark Chapman. Er gilt als Wirrkopf und hatte anscheinend auch kein klares Tatmotiv. Die Nachricht vom Tod John Lennons verbreitete sich in Windeseile. Noch in der Nacht versammelten sich vor seinem Haus hunderte trauernder Beatle-Fans. Die letzte Langspielplatte von John Lennon und seiner japanischen Frau Yoko Ono hatte sich der Attentäter noch wenige Stunden vor dem Anschlag signieren lassen. Die Beatles Anfang der 60er Jahre. Was heute eher brav wirkt, war damals eine Sensation. Mit einer neuen Frisur, dem Pilzkopf, und einer melodischen, aber harten Musik hatten sie ihren Stil gefunden. Die Konzerte erzeugten Massenhysterie, sie fanden aber auch den Beifall seriöser Kritiker. John Lennon war von Anfang an der Intellektuelle. Er schrieb die besten Lieder, er veränderte die Gruppe, er war es schließlich auch, der 1970 die Trennung wollte. John Lennon wurde engagierter Pazifist. Sein Auftreten blieb außergewöhnlich. So gab er zeitweise Interviews im Bett, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Seine Frau Yoko Ono unterstützte und beeinflusste ihn. Erst vor einem Monat hatten sie mit einer Schallplatte gemeinsam sein künstlerisches Comeback eingeleitet. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Dezember. Das Satellitenfoto zeigt über Norddeutschland starke, im Süden geringe Bewölkung. Das Hoch über dem Alpenraum verlagert sich nur wenig südwärts und bleibt mit der bodennahen Kaltluft für Süddeutschland wetterbestimmend. An seiner Nordseite wird mit einer kräftigen westlichen Strömung mildere Meeresluft über das nördliche Deutschland ostwärts geführt. Die Vorhersage für morgen. Im Norden meist stark bewölkt und vereinzelt Regen. In der Mitte wolkig mit Aufheiterungen und trocken. Im Süden örtlich Nebel oder Hochnebel, sonst heiter und trocken. Im Norden Tiefstemperaturen um 0, Höchsttemperaturen 2 bis 6 Grad. Tiefstwerte im Süden minus 10 bis minus 15, Höchstwerte minus 4 bis 0 Grad. Im Süden schwachwindig, sonst mäßiger, an der Küste starker und in Böen stürmischer Wind um Südwest. In diesen Minuten beginnt in New York eine Gedenkveranstaltung für den vor 6 Tagen erschossenen Ex-Beatle John Lennon. Bis zu 500.000 Menschen wurden erwartet.
Trauer um John Lennon auch in Liverpool. Hier wurde der Musiker vor 40 Jahren als Sohn eines irischen Seemanns geboren. Auch die drei anderen Beatles kamen aus Liverpool. Die Stadt ehrte den Toten heute mit einem Gedächtniskonzert, das im Chaos endete. Über 100 der rund 15.000 angereisten Fans mussten ärztlich versorgt werden. Die Witwe John Lennons hat für heute Abend zu weltweiter Trauer aufgerufen. Das Konzert in Liverpool dauerte über 6 Stunden. Der Ex-Manager der Beatles seid fröhlich. John hätte es so gewünscht. Millionen Menschen nahmen am Wochenende bei Gedenkfeiern und Musikveranstaltungen Abschied von John Lennon. Der ehemalige Musiker der Beatles war vor einer Woche von einem offenbar Geisteskranken erschossen worden. Hier im Central Park von New York, nur wenige Häuserblocks vom Tatort entfernt, trafen sich gestern mehr als 100.000 Menschen, um die Musik John Lennons zu hören und seine Lieder zu singen. Auf einer Tribüne ein Großporträt des Musikers. Um 14 Uhr Ortszeit forderte ein Sprecher die Menge auf, 10 Minuten in stiller Trauer und im Gebet des Toten zu gedenken. Mehr als 500 Radiostationen im ganzen Land unterbrachen ihr Programm für 10 Minuten. Fernsehanstalten strahlten währenddessen Szenen aus dem Leben Lennons und seiner Frau Yoko Ono aus. Danach wieder Musik von John Lennon, zu der sich eine halbe Stunde später die Versammlung friedlich auflöste. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. Dezember. Der Satellitenfoto zeigt ein breites Wolkenband, das sich von der Iberischen Halbinsel nach Osten erstreckt. Es gehört zu dem Ausläufer eines Tiefs über Südskandinavien, der rasch nach Südosten abzieht. Auf seiner Rückseite fließt vorübergehend Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Wechselnd, meist stark bewölkt und anfangs einzelne Schauer, vor allem im Bergland als Schnee. Tiefsttemperaturen um 2, Tageshöchsttemperaturen um 4 Grad. Mäßiger, zeitweise böig, auffrischender Wind aus westlichen Richtungen, später etwas nachlassend.